Hallo allesamt, mein Name ist Manton Genesis und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. So, das letzte Mal waren wir ja noch hier in, ich glaube, das war ein optionales Grab. Ich hoffe mal nicht, dass es der normale Weg ist, der weitergeht. Das wollten wir durchsuchen und Das Wasser erodiert das alles. machen wir jetzt auch Mit direkt. dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Eine Zisterne. Ja, optionale Sie ist Herausforderungsgrab. Perfekt. uralt. So, wie kommen wir denn da hin? Da oben ist das jetzt kaputt. Irgendwie müssen wir bestimmt jedoch viel mehr Wasser reinkriegen. Wenn wir mal ein bisschen schneller gucken, wir mal, was hier alles ist. Das sieht aus, als ob man das auch machen könnte. Irgendwie. Mit einem Mechanismus. Oder so. Ach ne, so ein Kanister-Werfding wieder. Pfeile. Ja, nur was kann. Ah, kann irgendwie Kanister. Guck mal, kann ich den irgendwie hier. Ne, ich darf den nur werfen. Darf ich den beim Schwimmen mit? Nein, da lasse ich den sofort fallen. Super. Krieg ich den noch wieder raus? Oder ist der jetzt. Schwimmt der da jetzt irgendwo rum? Da ist er wieder. Okay. Dann ist er wichtig. Kann ich den. Wo soll ich den denn hinwerfen? Vielleicht hier? Dann explodieren lassen? Ja. Also ich hatte es befürchtet, nachdem ich den nicht mit dem Wasser nehmen durfte. Und ich hatte ja recht. Er ist wieder aufgetaucht. Ist ja immer positiv, wenn man was richtig angenommen hat. Oh, das Rad geht jetzt. Okay, festhalten kann ich mich aber nicht von der Seite. Schade. Da ist ein Floß. Da oben müssen wir bestimmt auch noch irgendwie hin. Sind wir von da. Ne, von da sind wir nicht gekommen. Egal, ich muss. Viele Pfeile, viele Explosionsdinger. Viel zu entdecken. Zum Beispiel auch das hier. Ach, nur so eine kleine Vorratskiste. So. Hier oben macht man damit was offen. Jo, macht man. Geht das auch wieder leer? Gut, dann ich wollte mich erst einmal so hier umgucken. Bevor ich irgendwas falsch mache. Oder was vergesse hier. Will mir das Spiel jetzt sagen, ich bin unter Wasser getaucht, um da durchzugehen, aber ich hätte auch einfach hier so rumwatscheln können. So, einfach in Ruhe. Okay, ja, warum nicht? Habe ich also dann die schnellere Methode erstmal gefunden, oder? Wasserränder an der Wand. Oder wie? Der Pegel verändert sich. Ja, schön.
Wissen wir doch eigentlich. Frage ist nur. Also hier oben war nur das. Sonst nichts, ja. Muss man jetzt. Ich hab eine Vermutung. Ich nehme einfach mal jetzt hier eins. Dann dürfen wir bestimmt hier mit einem perfekten Wurf das hier drauf werfen. Ja. Dann das Wasser einmal ansteigen lassen. Und auf den Hin- und oder auf dem Rückweg dann einmal liebevoll dagegen schießen. Ich sag einfach mal so. Jetzt warten wir. Und Schuss. Okay, jetzt müsste ich durchschwimmen können. Wo durchschwimmen, bitteschön? Ach, einfach nur da, wo es aufgegangen ist. Ich dachte, das steigt weiter an. Ja gut, das andere Wasser war ja noch da, teilweise. Na, dann passt das. Na, gucken wir, wo wir jetzt hier hinkommen. So ein... Eine Turbine kann es ja nicht sein von damals, aber trotzdem nur ein... Konstrukt. Ja gut, da ist das nächste. Oh. Bevor die noch nass wird. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Hm. Ah, noch eine schöne Kiste. Hast du auch noch was? Nee. Aber hier ist noch was. Das frage ich mich gerade. Egal, erst weiter gucken. Fragen kann ich mich später. Aufmachen. Okay. Jetzt haben wir den Weg offen und wir brauchten hier ein Fass. War ich schon? War ich da oben auch schon? Ja, genau, da war noch das andere. Das ist doch ganz einfach. Das gleiche, was wir schon einmal gemacht haben, dürfen wir jetzt dann nochmal machen. So, nehmen wir mal. Komisch, dass hier trotzdem wieder drei sind. Dann habe ich doch richtig genutzt. Ja, doch, den muss ich darüber fokussieren. So. Brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Wasser. Warten. Kurz warten. Okay. So. Nehmen und. Weil ich nicht weiß, ob ich damit klettern kann. Hoch damit. Ja, hat geklappt. Ja, genau, Lara. Es hat geklappt. Das war jetzt auch wirklich nicht so schwer. So, und hier. Schön dann wieder. Rüber. Und boom. Ja, doch, ist. Ja, gut, so ein Spinnenrad, aber. Quasi sowas wie eine Turbine, weil dadurch
wird ja was hier aktiviert, was angetrieben. Und dadurch kommen wir jetzt woanders hin. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Jetzt muss ich aber tauchen. Aha. Und ab mit dir. Ah, das geht doch noch wunderbar. Ja, dann sieht so aus. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwas vergessen habe. Aber dann haben wir das optionale Grab wohl fertig. Einmal. Sehr schön. Und zweimal. Ach, dann lese mal. Lies mal. Das ist ein altes Manuskript über die Gaben der Erde. Natürliche Instinkte. Ressourcen in der Nähe scheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. Und wieder ein paar Credits verdient. Grab abgeschlossen. Alte Zisterne. Läuft gut soweit. Läuft wirklich gut. Ja, also es war dann wirklich tatsächlich ein optionales Grab. Letztes Mal war ich mir dann doch nicht mehr so sicher, weil das so weit ging und direkt nochmal ein Lagerfeuer war. Aber gut. Haben wir halt hier schön ein Lagerfeuer. Von dem wir quasi wieder zurück können dann. Und hier einmal ein Waffen-Upgrade fürs Sturmgewehr. Präzisionslauf. Auf Mantel. Da ich es mit Präzision nicht habe, brauche ich es definitiv. Aktuelles Zielort, das auch. Basislagerprojekt. Ja, da immer noch die. Die Seilpfeile haben wir ja jetzt, ne? Dann gehe ich jetzt mal zum Holzfällerlager. Guck nochmal nach, ich glaube, da war noch. Hatten wir nicht noch eine Quest auch noch am Laufen? Eine weitere? Die Wölfe mussten wir, glaube ich, noch erledigen, ne? Ja, ich glaube ja. Verbündet dann in der optionale Mission. Suchen Sie Schuppen auf dem Gegenstände mit. Was? Nicht schnell genug gelesen. Okay, aber. Wir müssen mal gucken jetzt mit den Seilpfeilen. Guckt man ja hier auch wieder so an 2,5 Orte ran. Glaube ich. Da ist dann jetzt zufällig ein Seilpfeil. Na super. Guck ich jetzt mal. Da oben. Kann man das nicht irgendwie abschießen oder so? Nein, konnte man nicht. Dann haben wir noch nicht wegen dem Messer. Wo brauchte man nochmal die Seilpfeile vor allem? Wir hatten noch ein paar Orte. Egal. Ach. Jetzt gehen sie schön alle da rein in die Höhle. Leute mussten hier arbeiten.
Mal gucken, ob ich mich diesmal ein bisschen besser anstelle, wenn es darum geht, um gegen Wölfe zu kämpfen. Ist hier draußen noch einer? Nein. So, das waren nochmal zwei. Hab ich einen Tippsen gehört? Nein. Waren das die, die wir brauchten? Ich glaube nicht. Ach, welche Wölfe brauchten wir denn? Verdammt nochmal. Und diese wunderschönen Orte mit den Seilpfeilen. Egal. Wölfe? Einmal hier hoch. Sehe ich vielleicht ein bisschen besser. Hier unter mir? Aber wenn ich da bin, wo kann ich denn... Kann ich hier mit einem Seil spannen? Nee, da ist ein Seil dran. Ein Jaguar? Oder ein Leopard? Okay, ein Fall ist definitiv nicht genug. Kommt der hier hoch? Zum Glück nicht. Tja, Okay, weißt du was? Du hältst mir zu viel aus. Ach du meine Güte. Nein, nein. Erstmal hier nochmal wieder. Oh, zwei besonders seltene Dinger. I guess. War ich hier eigentlich schon drin in der Höhle? Ja, die hab ich gesucht. Oh, komm her. Hier ist ein Pfad. Gut ausgetreten. Genau den meint ihr, aber wäre das jetzt hier der richtige... Ne, das scheint nicht der richtige Weg zu sein, oder? Warte. Karte sagt... Da ist mein aktuelles Einsatzziel. Ich bin jetzt hier. Oh, hoffe ich doch mal, dass das hier als optionales Grab ist. Gilt. Ist, gilt, wie auch immer. Ja, unbekanntes Gebiet. Optionales Herausforderungsgrab. Das lese ich doch gerne. So. Und ein neues Basislager kriegen wir hier auch direkt wieder.
Das ist irgendwie nett. Definitiv. So. Wir haben eine neue Fähigkeit erlangt. Was gibt denn uns der Jäger noch alles? Doppelschuss weiß ich nicht. Erheblich länger stabil, das wäre schön. Über den Kopf eines Feindes, wenn dieser erfolgreich anvisiert wurde. Besser sammeln. Nerven auf Stapel gut. Ich will mal das mit dem Volltreffer wissen, wie das aussieht. Weiß jetzt nicht, ob das was gut bringt oder so, aber. Im besten Fall kriegt man ja eh alles so. Was kann man hier bei der Ausrüstung noch schönes Neues kriegen? Gewehrmunitionsbeutel. Ja, weiß ich nicht. Ach guck mal, jetzt können wir noch das andere direkt machen. So, was fehlt uns noch hier bei neuen Ausrüstungen? Zum Beispiel die. Ah, da fehlt uns noch vieles. Ich glaube, so schnell kommt man auch nicht dran dann, wie es aussieht. Obwohl, nee, das mit dem Gewehr mache ich noch nicht. Vielleicht später. Wir haben jetzt erstmal hier ein neues Grab und dann können wir ja immer noch schauen. Je nachdem, was wir hier im Grab finden. So, einmal hier zur Seite, rüber und rauf. So, na. Ja, schnell rüber, schnell rüber. So. Dann lass mal gucken, wo wir jetzt hier lang müssen. Jetzt haben wir. Ah! Stimme Gottes. Bin ich jetzt mal gespannt. Irgendwie habe ich das schon vermutet. Weil da unten direkt noch was war. So. Einmal hier hoch. Was gibt's hier sonst noch? Ah, bestimmt der einfache Weg zurück für später. Kann ich doch vielleicht jetzt schon mal. Ja, mache ich jetzt schon mal. Ich denke mal. Kann mich von hier oben auch da drüben schießen? Ich glaube nicht. Das wird hier nicht. Oder? Nee, da versuche ich direkt das Falsche. Da bin ich nicht weit genug gekommen. Achso. Weil ich jetzt gerade eine Millisekunde verliert. Aber gut. So, viel besser. Tipp, tipp. Gut, so. Ja, dann mein Rucksack und. Mein Gott, jetzt wird mir hier sogar das Vogelnest direkt angezeigt. Aber nur schon mal. Bis später. Ich würde sagen, mich jetzt gefunden, wenn ich ausgerechnet diesen Rucksack jetzt nicht darf. Und der andere sah genauso aus, wo es Loot gab. So, hier ist das Grab, aber ich will wissen, was es mit da hinten auf sich hat. Also hier haben wir direkt nochmal eine Kiste. Nimmst du? Was
ist denn jetzt los? So. Ja, geht doch. Sieht aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Messen trugen. Gut, sonst hast du nichts zu sagen. Ja, gut, darüber kommen wir wohl doch nicht. War wohl der normale Weg sonst. Aber naja. Ist schon ein Weilchen her. Was höre ich da? Hier leuchtet doch was ganz stark. Aha. Oh, das erinnert mich an den am letzten Tomb Raider. Da waren die Questen auch gern mal so gemacht hier. Mit dem Wind und allem. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Und so, nehmen wir das noch mit. Es war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. Ja, hast doch gerade gelesen, was für eine Art Schrein das war. Na, nochmal Münzen. Münzen sind gut. So, ich denke mal jetzt. Gut, hier fehlt das Rad, aber da haben wir eins. Machen wir das, was wir können. Und wenn wir das runter machen, geht das jetzt auf. Wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Na, jetzt haben wir hier eine Kletterpartie. Zufällig. Genau auf der Rückseite. Oh. Ein Bild des Propheten. Kann man das untersuchen? Scheint nicht so, aber da hinten ist was. Wenn man das suchen kann. Weitere Schriften. Das heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. Schönes Bild. Und zeigen die da, wie jemand fliegt? Mit dem Seilzug? Und was macht das? Okay, ich verstehe. Ich sollte vielleicht auch erst einmal das mit dem verbinden. Jetzt könnte das auch Sinn machen. Hauptsache, ich drehe da erstmal eine Stunde dran rum. So, kann ich jetzt hier... Okay, was für einen Sinn hatte das jetzt dann? Ich weiß jetzt nicht. Oder. Ach, hier ist zum Losmachen wahrscheinlich, ne? Klack! Ach, verdammt, auf der Höhe bringt es gar nichts. Okay, ich brauche also eine andere Höhe. Komme ich denn hier auch irgendwie zurück? Ich könnte. So, das haben wir schon mal. Komme ich hier einfach so rüber? Nee.
Okay. Da ich aber hier bin, bedeutet das. Vielleicht hier noch was. Aber ich kann nur das hier so. Zack, hier dran und dann kann ich hier kurbeln. Zack, und ich bin fertig mit dem Kurbeln. Und dann sagt sie, auf der Höhe reicht das nicht. Bringt es gar nichts. Ja, aber. Ach, ich kann die Wand bestimmt kaputt. Habe ich bestimmt gerade auch noch nicht mit dem X gesehen. Moment. Einmal so. Ja, oh. Das ist mein Rückweg. Ja, genau. So. Jetzt brauche ich nämlich das Tor auch nicht dann. Zum Hochklettern. Das heißt, ich kann hier schön hingehen und da mal wieder andersrum. Ja, Dankeschön. Das sieht besser aus. Natürlich. Einmal nur richtig gucken, ne? Schon wäre uns wieder ein Boot erspart gewesen und alles. Ja, dann kommen wir. So, bis hier hinten hin und los geht's. Aha. Ja, das volle Programm. Daran habe ich jetzt nicht mitgedacht. Oh. Jetzt. Ich hoffe, das reicht noch. Bam. So, weil wir jetzt wieder unten hat sie wieder ein bisschen mehr kaputt machen. Ich denke mal, das Grab werden wir dann jetzt gleich hier weiter betreten. Das war ja nur hier so der erste Vorgang quasi. Aber nicht in dieser, sondern in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann. Bye.